Das neue Jahr startet für Helene Fischer so, wie das alte zu Ende gegangen ist, mit einem weiteren Preis. Sie wurde ja als erfolgreichste deutsche Live-Künstlerin ausgezeichnet. Und am Samstag bekommt unsere Atemlos-Schönheit in Hamburg die goldene Kamera. Sie hat sich bei der Publikumswahl zum beliebtesten deutschen Musik-Act durchgesetzt. Keine ist beliebter. Helene Fischer füllte im Sommer sämtliche Stadien. 5 Länder, 24 ausverkaufte Konzerte und 850.000 begeisterte Fans. Und morgen früh küsse ich dich wach und wünsch mir nur diesen Tag. Die Entertainerin sorgte für Schlagzeilen und präsentierte eine Show der Superlative. Kein Wunder, dass sie zum beliebtesten deutschen Musikact von den Zuschauern gewählt wurde und jetzt mit einer goldenen Kamera geehrt wird. Ihre zweite bereits, aber die Freude dürfte genauso groß sein. Es ist ja wirklich ein absoluter Ehrenpreis, den kriegt man auch nicht alle Tage und bin einfach nur dankbar, ja. Auch als Schauspielerin feierte die 31-Jährige Erfolge. Mit dunkler Perücke und grünen Kontaktlinsen als russische Killerin. Text hatte sie nicht viel, dafür ziemlich eindrucksvoll. Wo haben die dich hergeklaut? Russland, Ukraine? Verschulte. Fließend kam das über ihre Lippen, dank ihrer russischen Wurzeln. Das Tatort-Team rund um Til Schweiger war begeistert von der Zusammenarbeit und sie auch. Ich möchte mich auch wirklich ganz, ganz herzlich bei dem ganzen Team bedanken, weil ihr habt mich so, so nett aufgenommen. Ich habe 5 wundervolle Drehtage mit euch verbringen dürfen und es war für mich ein einziges Abenteuer. Ich nicht diesen Schlager-Talk jetzt hier. Das ohne Witz, das war so geil. Helene Fischer, ein Multitalent. Sie spielt, sie singt, sie tanzt und alles auf höchstem Niveau. Das ist nicht nur natürliche Begabung, sondern viel Fleiß und Übung. Körper und Stimme müssen fit sein und werden ständig trainiert. Dazu kommt eine erfrischende Portion Humor und Herzlichkeit, die Helene Fischer so einmalig macht. Selbst wenn eine Unwetterwarnung ihr Konzert vorzeitig beendet, eine wie Helene lässt sich auch von Blitz und Donner nicht abschrecken. Im Gegenteil. Sie genoss den Auftritt im strömenden Regen und hat sie sich verdient. Die goldene Kamera. Ein Vollprofi. Die goldene Kamera am Samstag um 20:15 Uhr live im ZDF.